Im Jahre 2011 ist in Baden-Württemberg ein grüner Ministerpräsident gewählt worden. Nachdem die Menschen 58 Jahre, also zwei Generationen lang, von der CDU beherrscht, belogen und gewaltsam unterdrückt worden waren. Den Machtverlust hat die CDU ihrem damaligen Ministerpräsidenten Stefan Mappus zu verdanken. Dieser hatte seine Polizei Demonstrationen gegen den Neubau des Stuttgarter Bahnhofs gewaltsam niederschlagen lassen. Der Schock des Atomunfalls in Fukushima einige Tage vor der Wahl gab den letzten Anschub, um die Grünen auf 24% zu bringen. Es ist auch gesagt worden, dass der systematische Einsatz von Folter durch den BND mit Hilfe von Laser- oder Mikrowellenwaffen eine entscheidende Rolle gespielt hat. Obwohl das Ziel von Folterung ist, jedwede Opposition von vornherein gewaltsam zum Schweigen zu bringen, zeigen die Umfragewerte, dass die offenen Folterungen stattdessen der CDU-Herrschaft in Baden-Württemberg bereits seit Mitte 2004, also seit mein Bruder Markus Bott wegen unserer Internetseite www.totalitär.de schwer gefoltert wurde, erkennbar schweren Schaden zugefügt hatte. Auch eine Reihe von offenen Morden, die als Selbstmord oder Unfall hingestellt wurden, haben der CDU-Herrschaft geschadet. So wurde mein Bruder Markus Bott am 11. Juli 2009 wegen unserer Internetseite ermordet. Ermordet wurden auch der Psychiatriekritiker Bernd Seifert am 28. April 2010 und die Richterin Kirsten Heisig am 28. Juni 2010. Am Abend des baden-württembergischen Wahltages am 27. März 2010 gab es keinen Zweifel, dass die Grünen eine Koalition mit der SPD anführen würden. Das hat bereits weniger als eine Stunde nach Schließung der Wahllokale zu einer deutlich bemerkbaren Verringerung der Folterintensität geführt. Und zwar genau in dem Moment, als erkennbar wurde, dass die Grünen die Koalition anführen würden. Obwohl der BND als eine terroristische Geheimpolizei der BRD von der Bundesregierung kontrolliert wird, hat die Abwahl der CDU bei der baden-württembergischen Landtagswahl sofort zu einer deutlich spürbaren Verbesserung geführt. In den 10 Monaten, die bis heute vergangen sind, hat sich die Situation kontinuierlich weiter verbessert. Ich hatte aber früher auch schon massive Verschlechterungen erlebt. Zum Beispiel während der baden-württembergischen Landtagswahl 2001. Während des Wahlkampfes bin ich 6 Wochen lang gefoltert worden. Das Ziel war, mich aus der Öffentlichkeit zu verdrängen. Das hat zwar nicht funktioniert, aber weniger als eine Stunde nach Schließung der Wahllokale hat der BND angefangen, mich schwer zu foltern. Das war zu dem Zeitpunkt, als sicher war, dass die CDU und Ministerpräsident Erwin Teufel weiterhin die Macht in Baden-Württemberg ausüben würden. Nach 3 Tagen schwerer Folter musste ich dann für 7 Wochen ins Krankenhaus. Aus meiner persönlichen Erfahrung hängt die Stärke der Folterung offensichtlich davon ab, wer an der Regierung ist. Wobei die CDU jeden gewaltsam zum Schweigen bringt, der ihr totalitäres Unterdrückungssystem nicht aktiv durch Mitmachen unterstützt. Das wird ja von CDU-Unterstützern zum Teil auch offen ausgesprochen. Dieses totalitäre Herrschaftssystem umfasst nicht nur die Verwendung von Gehirnwäschetechniken, um bei den Wahlen mehr Stimmen zu bekommen. Gegen Wähler und Unterstützer anderer Parteien wird mit schmutzigen Tricks, Folter und Mord vorgegangen. Die Grünen dagegen reduzieren Folter effektiv. Selbst dann, wenn der BND foltert. Und das, obwohl der nicht vom Land Baden-Württemberg, sondern von der CDU geführten Bundesregierung kontrolliert wird.